Ein abartiges Hallo Leute zur Fortsetzung unseres spannenden Eigenbauprojektes. Und weiter geht's mit der Strukturierung. Ja, bei unserem Beton habe ich es ein bisschen anders gemacht. Mit der Drahtbürste nur sehr wenig. Es wird jetzt ganz einfach mit dem Borstenpinsel da auch in die Kante gedrückt, aber eben auch graviert, dass wir diese waagerechte Holzstruktur reinbekommen, gedachtermaßen praktisch der Abdruck der Schalungsbretter. Bis die Struktur stimmt, machst du wirklich eine ganze Weile rum, aber das macht ja nichts. Es ist nur eine Übung, wirklich in der Waagerechten zu bleiben. Vor der Kamera funktioniert es nicht so ganz, muss ich zugeben, weil ich da ja immer schräge davor stehe und dadurch den Bezug verliere. Ebenfalls weiße glatte Dispersionsspachtelmasse, gemischt mit Dispersionskleber, benutzte ich auch, um unseren gesamten betonierten Bereich einschließlich der Waggondrehscheibe zu strukturieren und zu grundieren. Dasselbe Material ist auch optimal, um unsere Styrodurfassaden zu härten. Aber nun erstmal weiter mit dem Betonieren des Passepartout-Kartons. Diese graue, sandhaltige Dispersionsspachtelmasse kennt jeder, der die Reihe Blockstelle Oberpreuschwitz gesehen hat. Ein Rest dieser Masse wird hier ganz einfach kombiniert mit der bisherigen weißen, ist alles dasselbe und pappt wunderbar. Es verleiht nun unserer Fassade auf jeden Fall so eine gewisse sandige Note und härtet den Untergrund. Wasser wird praktisch nur über den feuchten Pinsel direkt auf die Fassade aufgetragen, was dafür sorgt, dass die klebenden Elemente noch besser in die Poren eindringen und das Material härten. Zeitsprung. Die Dispersionsmassen haften wirklich überall, keineswegs nur auf Styrodur. Ich habe sie genauso auf Kunststoff eingesetzt. Ja, aber auch auf der Wellpappe und auf dem Wellblech Kunststoff. Hier hörst du so richtig, wie feste das jetzt ist nach dem Aushärten. Das ist wirklich was ganz anderes und auch als Strukturgrundierung für unseren Tank hier, der dann entsprechend rostig rau aussehen soll. Oder auch die betonierte Drehscheibe, die schon fast ein bisschen steinern wirkt. Für all dies eignen sich diese Dispersionsspachtelmassen. Selbst auf Kunststoffkleinteilen wie diesen hier haftet dieses Material. Gleichsam imitiertes Rostansatz auf den zierlichen Fensterrahmen unseres Kartonfassadenteils. Bei dieser Aufnahme hier geht es jetzt eigentlich um den Vordergrund, der bisher kaum beachtet worden ist. Seht ihr diese schräge Wand aus Karton und Styrodur? Inzwischen ist sie auch noch verspachtelt worden. Sie war eine spontane Idee. Ich habe mir gesagt, warum soll ich denn so eine ganz normale Modulkante anschauen? Die stört ständig beim Fotografieren im Vordergrund, also gestaltet man sie dergestalt aus. Hier siehst du alles nochmals. Und nun kommen wir zur Krönung unseres Turms hier. Ja, ich möchte einfach, dass die Oberkante, wo man hier und da doch mal hinfasst, stabiler wird. Also bekommt sie eine später dachpappemäßig auszugestaltende Deckung aus Karton. Setzen wir nun bei diesem Diorama zum ersten Mal Farbe ein. Dies hier ist eine Mischung aus hochglänzendem Klarlack und schlammigem Grün. Ja, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, diese Fabrikfenster, diese ganz typischen grünlichen Fenster. Ich wollte die hier mal versuchen zu imitieren. Es ist sehr schwierig, aber letztlich muss ich schon sagen, ist es mir ganz gut gelungen. Klarlack kommt immer wieder drauf, man lässt ihn antrocknen. Schicht für Schicht wird aufgebaut, bis die Fenster am Ende dann ziemlich glänzen. Hier kommt nochmals eine ordentliche Menge an glänzendem Klarlack hinzu. Das ist alles Acryl, also Wasserbasis. Am Schluss geben wir dann noch dezent ein wenig Blau in die Mischung und ihr seht schon, es mischt sich transparent auf den Fenstern selbst und wirkt frappierend. Für heute war's das. Die nächste Folge erscheint schon in sehr kurzer Zeit. Freut euch darauf und ich freue mich wie immer über euren Support in Form eines freiwilligen Motivationssignals. Vielen herzlichen Dank auch fürs Zusehen. Macht's gut wie immer von Herzen. Euer Kunstmichi. Ciao!